Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario. Ach nee, Quatsch, New Super Mario Bros. U. Ich war schon wieder im Galaxy Fever. So, und ja, wir machen hier weiter in Welt 1 und Eichenhain 3, dem Yoshi-Hügel. Ganz genau. So, und ich sehe gerade, ich habe ein Leben mehr als du. Das finde ich natürlich genial, ne? Und, naja. Jetzt, der Name verrät uns, hier gibt's halt Yoshi. Und wieso gibt's hier nur einen Pilz? Naja. Ich freue mich schon auf Yoshi. Und komm mal kurz hierher. Ich glaube, hier ist doch was. Mach mich mal hier mal hoch. Nee, ich mach mich nein, so. Nein! Nein! Das ist bestimmt ein Leben, oder? Nur Spacko! Na, scheiße. Was soll's? Ja, da gibt's bestimmt Yoshi. Ja, klar. So, schade, dass ich dann Yoshi nicht klauen kann oder so. So, ich krieg die Bären. Ich habe nämlich kein Power-Up. Was machen eigentlich diese Montys hier? Komm her. Hui, hier kann man eine Arschbombe machen. Und dann. Warte, da oben ist noch was. Warte mal. Ja, warte, wie sollte man da raufkommen? So. So. Genial, oder? Das ist bestimmt hier noch unsichtbarer Block oder so. Ja. Hier. Ja, okay. So. Sondern und dann war es eigentlich nur das Zeichen, dass man hier auf eine Arschbombe machen muss, aber das war ja offensichtlich. Geht, das kann man gar nicht übersehen. Also wenn man groß ist, hat man schon gewonnen, oder Yoshi braucht man ja nur, ne? Hui! Ja. Hier kommen Piranhas. Auf denen kann Yoshi aber chillig rumspringen. Yeah. Ja, ganz geil. Das war aber extrem einfach, sag ich mal, ne? Ja. Ich wollte auch gerade da hoch und die Münzen holen, aber egal. Warte. Nein! Egal, dann nimm du den einen. Dann soll ich hier das Leben ab und für in der Rangliste. Ja und? Oh, ich hab den. Ich hab dich auch gelassen, Mann. Ich bin halt sozial. Wie geil das ist, wenn Yoshi rutscht, oder? Mann, verdammt, ey, nur Pilze. Ey, da. Oh, oh, oh. Oh, da ist was. Schieß dich mal dagegen. Ja. Hä? Warte mal, warte. Ein Stern! Danke. So. Ja, du wirst es eh nicht schaffen, einen Up damit zu erreichen. Nö. Will ich auch gar nicht. Ich will nur so ein Power-Up erstmal. Und es gibt hier nur Pilze, ey. Was ist denn das? Ja, sei froh, du hast doch deine Feuerblume. Ja, ja, trotzdem, aber. So, ich fress hier mal alles auf. So, und hier hat man schon kurz die rote Röhre hier schimmern sehen. Ist ah! So. Ja. Ich liebe die Arschbombe. Ich sag nur, wie ich recht geil bin. Ja, und ich hole diese drei Münzen, weil ich noch geiler bin. Und, ja. Oh, sind wir geil, ey. Nein, wir sind gar nicht von uns eingenommen, ne? Also, nicht von, schlecht von uns denken hier. Aber eingebildet ist auch nicht. Wir doch nicht. Yeah. So, ich. Ah, ich hab das Feuer von. Jetzt verbrenne ich den Arsch. Was? Ach, ich kann gar nicht. Den Arsch. Ach, klar. Bringt super. Leider nichts. Kannst du dich mal hier hoch befördern? Ja. Oder selber, okay. Ich mach das. Yeah, bestimmt ist da oben wieder. Oh, jetzt habe ich eine Eisblume. Super, ne? Guck mal hier, jetzt mal so einen schönen Ball wieder hier feuern. Genial. Was haben wir denn da eigentlich? Bitte ein Up. Ich will ein Up. Nein, kein Up. Und zur Sicherheit kann man sich hier nochmal abschließen. Bäh. Yoshis, die gehen eh weg, ne? Ja, ja. Voll scheiße, dass die weggehen, ey. Ja, aber ist ja nur bei den normalen Grünen so. Hm. Ja, stimmt, die anderen. So, jetzt. Ja, stimmt, jetzt kommt ja auch direkt was Neues. Nämlich. Baby Yoshi in rosa. Yoshi. Hey, ich bin ein Baby Yoshi. Yoshi, bestimmt weißt du, wo man Leckereien findet. Ich lauf dir einfach mal hinterher. Ich weiß nicht, warum der seinen eigenen Namen dann so sagt. Oder ist er, sagt er das überhaupt nicht? Was soll's? Ah, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Eichenhain 4. Pilzparcours. Mit dem Baby Yoshi. Ja, und dieser pinke Baby Yoshi hat die Fähigkeit. Oh, du Spaß, Mann! Ja, er hat die Fähigkeit, dass er sich hier so aufblasen kann. Junge, weh, du kommst mit dem Ding nicht ins Ziel, dann kann ich den nicht spielen. Du bist so ein Troll, ne? Das kann ich immer unten lang gehen. So, ich hol dann. Ja, und jetzt sandt ja, der voll ab. Haben wir uns doch schön aufgeteilt. Jetzt sandt der voll ab. Ja, du kriegst doch die Münzen. Ach ja, stimmt, die krieg ich auch. Was? Oh Gott. Jetzt muss ich mich in die Noobblase befördern.
Scheiße, Mann. Das war jetzt ein dummer Sprung von mir. Also ein Spielermodus wäre ich jetzt schon natürlich down gegangen. Ne? Mit dem Baby Yoshi ist das Level ziemlich einfach, aber ohne. Ich will auf dem Alter her. Ich krieg jetzt bestimmt ewig ein Power-Up nach der Hälfte. Ja, das ist ja immer so. So, das ist deine Starcoin, Mann. Verkack, verkack. Schade. Ich bin doch nicht du. Ja, ja, du hast meinen Yoshi doch weggemacht. Ach ja, da unten ist ja eine Röhre. Ich will. Ja. So. Meine Fresse, ey. Fängt ja super an hier. Oh, ach ja, der grüne Münzring ist natürlich auch neu. Ja, stimmt. So. Die Zeit um diese Ringe. Alter, oh. Die ist extrem kurz, die Zeit. Und. Ja, okay. Ich dachte, ich krieg gar keinen ab, weil das erstmal nicht zu sehen war. Das wäre übelst der Bug gewesen. Boah. Kommt jetzt nicht. Oben? Ja. Oh, ja, ist ja schön hier. Das hätte ich auch bekommen. Ja. Na, jetzt hat er dank seinen. Dank dessen, dass er so asozial ist, hat er. Ja, die hätte ich jetzt auch bekommen. Wie komme ich jetzt hier weg? Ach ja, ja. So. Ja. So. Leck mich. Ich hätte auf dich draufjumpen sollen. Ja, und boah, der macht den Loop-Trick, ey, war klar. Ich lieg 4 Ups vorne, meine Freunde. Ja, also, nur dank deinem Yoshi, ey. Und dank meinem Skill, meinst du? Was für Skill, Alter? Mit dem Ding kommt jeder an die Fahne. Da musst du einfach schütteln und dann bist du schon irgendwann oben. Ja, aber ich habe deinen Yoshi skillig weggeschubst. Was soll's, jetzt habe ich den auch wieder. Aber ich glaube, im nächsten Level bringt er uns. Ja doch, bringt schon was. So. Eichnein 5. Piranha auf und ab. So, jetzt habe ich den wieder, meines Wissens. Na, auf jeden Fall. Denn so. Der verfolgt einen durch die Level. So, komm hier, geh mal schön in die Piranha-Schale. Ich glaube, yeah. Der bringt gar nicht so viel. Ich glaube, ich werfe ihn mal weg, dann ist das viel zu lame. Ich finde den voll geil. Und da unten ist ein Secret. Secret. Aufpassen. Ja, ja. Oh, Münzversteck. Tja. Aber egal, ist auch schön, ne? Egal, ja. Du brauchst mir jetzt keine Blume schicken, jetzt. Das Level gab es auch schon in den Herausforderungen. Da musste man, oh, durfte man hier gar keine Münze einsammeln. Ja. Hättest du mal dein Baby Yoshi behalten, ne? So, der ist so langsam. Och, Scheiße. Warte, ich glaube, da unten war noch irgendwas. Echt? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, da war so ein Ab, oder? Nee. Nee, da kommt man. Da war ein anderes. Ach. So. Scheiße, ich wollte die eigentlich jetzt klauen, ey. Stattdessen. Warte, lass mal. Jetzt pass auf, was der kann. Bäm! Geil, oder? Er kann einfach Piranhas fressen, ich meine. Voll Overkill. Aber ich kann nicht rutschen. So. Warte. Nein, ich dachte, hier war das. Ey, irgendwo gab es doch hier einen Ab. Dammit. So, und hier gibt es auch einen geheimen Weg. Hier an der Piranha vorbei und. Oh, zu langsam. So. Wir müssen wieder warten. Ich hole das, okay? Weil ich den Baby Yoshi habe und das cool ist. Yoshi. Ohne Feuerblume kommt man hier, glaube ich, nicht weiter. Oder ohne Yoshi halt. So, warte doch mal, lass das. Junge, ich will, will die richtig. Boah. Hier gibt es halt einen Stern und dann kann man halt die Piranhas so. Bäm, wegbätzen. Bäm, bäm. Und weiter. Oh, falsche Röhre. Aber mein Bruder musste sich ja einfach killen und dann es noch irgendwie holen. Ja. Boah, wie geil das aussieht, oder? Guck mal. Oh nein, nein. Boah, man kann das so wenig kontrollieren, ne? Scheiße. Und außerdem ist er ziemlich langsam beim Fliegen. So, guck mal hier jetzt. Hier kriegst du was zu fressen, Yoshi. Ein bisschen besser drauf. Yeah. So. So holt man das, wenn man like a boss ist. Nein, Spaß. Bist du like a boss, Alter? Ich nochmal weggeworfen. Und beide sind wir nur Super Mario und Super Todd. Super Todd. Wie das klingt, ey. Tut. Dann lass uns doch mal in die Lebenspilzbude gehen. Ja. Denn die sind im Gegensatz zu den normalen Pilzbuden jetzt ziemlich schwer geworden. Wir sind froh, wenn wir ihn abkriegen, sagen wir so. Komm, jetzt schaffen wir. Einer geht oben hin und der andere unten. Du gehst unten hin. Also hier muss man gleich diese Ein-Up-Schilder berühren. Und die Bowser. Nein, ich habe schon einen Bowser. Ich habe noch gar nichts. Ja, einen habe ich. Ja, ich habe einen Up. Nein, nee, einen Bowser. Egal.
Oh nein, das ist jetzt ausgeglichen, ne? Ah. Alter! Jawohl, du hast einen ab. Wow! Nein, wie konnte ich das verpassen, okay? So ist es eigentlich ganz gut, die Einteilung. Nein, ein Bowser. Ja, ich nein, hab einen ab. Noch ein Bowser. Scheiße. Ja, ich habe eins. Ja! Ja! Wo habe ich das nicht geholt? Und wie viel haben wir? Wie viel haben wir? Komm, zwei! Boah. Vier! Das neuer Rekord! Also ich habe mich noch nie so sehr über vier Ups gefreut, aber das ist unser neuer Highscore. Mhm. Also ich weiß von anderen Let's Playern auch, dass es extrem schwer sein soll. Also ich glaube, das ist auch so der Rekord 4, oder? Ja, ich denke, es haben auch schon welche mehr geschafft. Naja. So, Eichenhain. Schloss, also Castle, sage ich jetzt einfach mal Lemmys Pendelfestung. Oh, der Baby Yoshi kommt gar nicht mit. Achso, dann kann er nicht in Castles rein. Lol. Ja, der Eichelpilz! Yes. Bäh. Ich will nach Regalen, geh du eben da hoch, das sind eh nur Münzen. Yay. Yeah. Und der Weg ist besser. Ja und? Wie geil Todd mit dem Flughörnchenanzug aussieht. Mm, das war ja mal die lämste erste Starcoin, oder? Ah ja. So, hier skillen wir uns jetzt mal durch. Ist nämlich gar nicht so schwer. Ah, da war das noch nicht. Ah, ich wollte das hier machen. Ja. Und wieso holst du eigentlich mal alles Starcoins, Alter? Ich will auch mal was machen. Ja, musst du mich wohl überholen. Okay. Oh. Ich schmeiß dich runter. Scheiße. Ah! Okay, ich hab's noch geschafft. Komm, die kriegen wir noch. Yeah. Du kriegst es nicht? Nein. Nein. Ja, sauber. Ja. Er hat um einen ab aufgeholt. Jawohl, so geht das jetzt immer. Aber die Röhre, die ist gar nicht so leicht zu erreichen und ist schade, dass ich die nicht getroffen. Oh Junge, du, also hättest du mich in die Lava geschmissen. Mm, okay, das ist einfach ein Fluch und Mario. Na, kommst auch nicht wieder raus. So, ich mach dich jetzt zu, ich hab hier das Gamepad direkt zur Hand. Na, du hast Boah, ich hätte Blasen machen sollen. Ja, das wäre dann aber der Noob-Trick gewesen. So, wir haben alle drei Starcoins. Alter, das warte, 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 ich gebe dir ein Power-Up, komm. Boah, bist du nett, mein lieber Bruder. Ey, das war auch... Das war ich muss dir jetzt mal vorstellen, das ist also das, was man hier noch mit Gamepad machen kann. Das lag hier auch gerade so schön. Ich habe das extra hier mal hingelegt, damit ich meinen Bruder auch noch mal sitzen kann. Ich finde es aber irgendwie schade, dass man mit dem Gamepad nicht normal spielen kann im Multiplayer. Also aber das, guck mal, jetzt mal ab zum Thema hier. Guck mal, wie geil das aussieht hier. Da rennt man diese Treppen immer hoch und dann wird man immer auf das Luftschiff geschossen. Oh, der Arsch! So, aber der Gegner ist eigentlich auch ein Noob. So, den haben wir hier aber schön getroffen. So, lösen wir ganz skillig. Schmeiß dich runter. Nein. Nö. Garantiert nicht. Mann! So, also so ist die beste Lösung, sag ich mal. Du triffst nicht. Oh, jetzt habe ich ihn gleich besiegt. Also schwer ist das nicht wirklich. Das ist auch die erste Welt, Mann. Naja. Ah. Und ich find's geil, dass ich dich eben so gedisst habe, Alter. Ich feiere mich gerade richtig. Naja. Ja, manche müssen sich halt mit solch Mini-Dissen begnügen. Lol. Und das ist der Einzug in die zweite Welt, würde ich mal sagen. Ich muss mal eben gucken, wie weit das ist. Was denn? Yeah, alle Sterne sind gefunden. Kannst du ja mal sagen. Yeah, alle Sterne sind gefunden. Speichern. Drücke 2. Erst 14 Minuten. Irgendwas. So, sollen wir noch ein Level machen? Oder ja, eigentlich wollten wir es ja so einteilen, dass wir... So, jetzt habe ich gesagt, jetzt machen wir das erste Level noch. Okay. Das System haben wir jetzt schon unterbrochen. Scheiß drauf. Egal. 14 Minuten, Alter, das lohnt nicht. Das können wir unseren Abonnenten doch nicht antun. So geil, dass uns die Welt so vorgestellt wurde. Das ist die Sandkuchenwüste. Und ja, hat irgendwie alles irgendwas mit Essen zu tun. Die ganzen Welten fällt mir gerade auch so auf, ne? Ja. Und sind das da etwa Eis? Da links? Sind das etwa Eis?
Eis? Ja, Eis. Ist das nicht die Mehrzahl? Ach, meinst du diese... Lecker Eis. Ja, ne? Ach so, ich dachte jetzt, du meinst dieses andere Eis, was man nicht essen kann, aber... Nö, das gibt's erst in der nächsten Welt. Oh, Spoiler doch nicht. Wer hätte denn gedacht, dass es eine Eiswelt gibt? Warte. Ich geb dir mal was, guck mal hier. Ja, das wollte ich auch holen. Weiß ich noch. Das wusste ich auch noch. Willst du den Yoshi nicht mehr wegschmeißen? Lustig. Ach nee, eigentlich ist das ja sogar richtig geil. Dann kannst du das so kombinieren. Nein. Bam. Episch, episch diese Felsen, oder? Die gucken, guck mal, die gucken einen an so. Und verfolgen einen mit den Augen. Genau. Bam. Aber ich finde das irgendwie zu lame mit dem kleinen Baby. Mann, das ist genau dasselbe. Oh, scheiße, ich kann ja noch nicht mal einen Panzer abfeuern hier mit dem Ding. Item. Der phrased alles. Diese Gegner hier sind übrigens Feisthörnchen. Ey, was ist denn hier? Ja, irgendwie, komm mal, der geht da voll mit seiner Schnauze rein. Was geht denn hier? Hast du die Starcoin, ne? Ja. Ich komme mir gerade nicht hoch mit dem Yoshi. Ach, ich bin auch blöd. Ich hätte auch einfach schütteln können. Ja, die Starcoin habe ich jetzt schon geholt. Ja, sauber, danke. So. Mann, ich will super Spiel machen und verkackt. Oh, tanken, lieber Bruder. Das war aus Versehen. Ja, hätte ich mir auch nicht anders vorstellen können. Bruderliebe kennt auch jeder. Yeah. Mach mal eine Arschbombe da drauf. Ich glaube, die gehen runter. Ja, war klar. Ja, mach deinen doch auch mal. Ja, ich kann keine Arschbombe mit dem. Boah, ey, tschüss Yoshi. Oder auch nicht. Hab doch gesagt, der nervt. Oh, es bringt gar nichts, wie schade. Egal. Nein. Oh, cool. Hier muss man Fluch und Mario für haben. Oder halt den Yoshi. Genial, oder? Ey, das war auch eine Herausforderung. Da musste man alle Münzen einsammeln. Bam, ist voll einfach mit Yoshi. Ist auch generell eigentlich voll einfach. Der wird jetzt so komisch zerknubbelt, der Yoshi, weil sie so eng ist. Jo. Und wir sterben nicht. War ja klar, wenn man aus der Röhre rauskommt, stirbt man noch nicht. Komm, gib her, bam. Er phrased alles, das ist so geil. Und schütteln für die Attacke und ach. So macht man das. Lol, der hat den aufgefressen und ich bin auf den draufgesprungen. Lol. Das müsst ihr euch, also wer das nachmachen kann. Scheiße. Ach egal, ich kann ja schütteln. One up. One up. Geiles Level, oder? Ja. Und da hinten ist wirklich so ein Kuchen im Hintergrund. Also von den Hintergründen hat sich echt einiges getan. Nicht mehr so schäbige Sachen, sondern richtig schön. Richtig, richtig schön. Vor allem, es war auch immer so, dass ich in der zweiten Welt von Mario Bros. Titeln irgendwie die Lust so ein bisschen verloren habe, aber in diesem Spiel ist es nicht so. Was ist das denn? Der hat denselben Mundschutz wie Bowser Jr. Und, was hat er gemacht? Oh nein, wie schrecklich! So ein Typ hat mein Zeugs gemobst und ist einfach damit abgehauen. Mario, du musst mir helfen! Schöne Synchronisation, Joshua. Danke. Das kann nicht jeder. Naja. Das ist leicht angeber. Ich bin gerade in meiner Rolle. Das war mein absolutes Super-Mega-Lieblingszeugs. Und vielleicht werde ich es nie wieder mehr sehen. Ey. Yo. Ich verstehe nicht, warum du noch hier rumstehst. Er ist in Richtung Eichstein geflohen. Oh, fast hätte ich's vergessen. Wenn du es mal echt eilig hast, spring einfach in einen dieser Röhren. Ne? Ich kann blöd so dumm sprechen, ne? Ja, muss ich eigentlich gar nicht verstellen. Oh Mann. Ja, komm, das war eine Steilvorlage, die musste ich ausnutzen. Ja, okay. So, im nächsten Part nutzen wir die Röhre und fliegen zurück in Eichenhain und mopsen die gemopste Beute weg. Yeah. Ciao, Guys.